herzlich willkommen in der 80-Galerie und ich darf Sie begrüßen, nicht nur in der 80-Galerie, sondern auch im Museum für die Berliner Schule und darf natürlich auch Leipziger Künstler heute vorstellen und auch Künstler aus München. Und das wäre meine Überleitung auch zu einem sehr interessanten Bildhauer, denn die Bildhauer sind leider in den Galerien immer unterrepräsentiert. Das heißt, man widmet ihnen meistens nicht genug Aufmerksamkeit. Warum? Wir sind alle sehr bildlich geprägt, sehr visuell, auch durch die Werbung natürlich. Also ist es so, dass wir gerne auf das Bild mit den gemalten Farben reflektieren. Dem ist aber nicht so, sondern heute werden wir sozusagen mit dem Bildhauer beginnen. Mal einen herzlichen Applaus für Herrn Professor Walter Dorsch. Ich darf Ihnen einen Mann vorstellen, der sich nicht nur für die Bildhauerei engagiert, sondern eben auch für Flüchtlingskinder und eben auch ganz wichtig, er untersucht die Problemstellung in seinem Werk, was uns schmerzt. Und seine Figuren sind einerseits aus Bronze und haben einen doch ein bisschen so einen Ticken von Nachdenken, denn er hat sich extra die Mühe gemacht und hat zu seinen speziellen Werken etwas geschrieben. Überall können wir einen Text entdecken, also gehen Sie rum, lesen Sie die Texte. Und es geht auch ein bisschen um Bürokraten und ein bisschen um Abriss. Es gibt eine Abrissbirne dort hinten, die man einfach sozusagen ein bisschen so in unserer heutigen Zeit sehr oft findet. Denn wir haben dieses Problem der Gentrifizierung übrigens hier in Berlin sehr, sehr stark und sehr, sehr heftig. Nicht nur im Berliner Prenzlberg, sondern auch in den angrenzenden Bezirken. Was mir sozusagen auch immer Künstler wieder bestätigen. Wie gesagt, kommen wir zurück zum Künstler, der heute hier mit seinem Werk im Mittelpunkt steht. Und wir haben natürlich auch ein Liebespaar dort hinten. Auch dieses Liebespaar kann man auseinandernehmen und sie natürlich entkoppeln oder entlieben. Aber wir sehen es so zusammengesetzt. Und wir sehen natürlich auch Elemente, die eine Mauer aufrichten können, eine geistige Mauer, eine inhaltliche Mauer. Also beschäftigen Sie sich und fühlen Sie sich eingeladen mit der Bildhauerei und mit diesem Künstler. Ja? Des Weiteren möchte ich vorstellen Herrn Deutschmann. Wo haben wir ihn? Mal einen herzlichen Applaus, bitte. Ein sehr bescheidener Mann. Seine Werke sind hier hinten zu sehen. Er malt aus ganz kleinen Piktogrammen, aus ganz kleinen Bildern malt er große Werke. Wir sehen hier die Mercedes-Benz-Fahrt, eine Wettfahrt. Wir sehen hier einen Schauspieler. Wir sehen natürlich auch das elegante Automobil. Wir sehen hier auch die 20er Jahre, die 30er Jahre. Und er hinterfragt natürlich auch, ob wir uns als Menschen mit den 20ern und den 30ern auch wirklich auseinandergesetzt haben. Denn wir alle wissen, in den 20ern ging es hier in Berlin besonders wild zu. Ja? Es war eine Partystadt, ähnlich wie jetzt. Ja? Aber es gab natürlich auch die 30er Jahre. Und da fragt er natürlich auch, in seinem Werk haben wir uns damit genug auseinandergesetzt. Und ganz wichtig in seinen Bildern ist nicht nur die Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Fragestellung, sondern auch natürlich mit der Auseinandersetzung Ölmalerei auf Leinwand. Wir sehen hier auch wieder die Überlegung, wie setze ich etwas in Szene, wie setze ich etwas ins Bild. Und wir sehen auch hier gekonnt, virtuos gezeichnet und gemalt, vor allen Dingen in Farben, Kinder und beziehungsweise ein Arrangement, ähnlich dem Bildhauer, das Figurenarrangement. Ja? Also hier sieht man Parallelwelten, auch da nochmal ein bisschen das Boot als Freizeitelement. Heute ist es eher Status. Ne? Des Weiteren kann ich vorstellen Regina Wiechern. Hier vorne mal einen herzlichen Applaus. Warum? Sie malt ganz virtuos und gekonnt, malt sie den Menschen in seiner Umgebung. Sie setzt sich in dieser Ausstellung mit Frauenporträts auseinander. Und
bei ihr ist ganz stark der Schwerpunkt erkennbar, dass es um das Spannungsfeld geht, Mensch und dieser Spannungsmoment, seine Umgebung und wie der Mensch auf diese Spannung reagiert. Und natürlich auch arbeitet sie ganz bewusst in ihrem Atelier mit Modellen und malt und zeichnet dort immer mit Modell. Oder sie ist weit gereist und hat sich sozusagen mit der Kamera das Bildmotiv eingefangen. Des Weiteren ist zu ihr zu sagen, sie versucht auch die Stimmung und die Emotionen des Modells mit in ihre Arbeit mit einzubeziehen. Ganz stark sehen wir das natürlich in den abwesenden Blicken oder auch in der Blickhaltung, den Betrachter sozusagen etwas zu streifen. Des Weiteren kann ich Herrn Hermann Frohnhofer vorstellen. Mal einen herzlichen Applaus. Auch ein sehr bescheidener Künstler. Wir sehen hier von ihm farbige Landschaftsbilder. Seine Technik ist Acryltechnik und Spachtel und manchmal auch Pinsel. Und wir sehen, dass sich die Farben ein bisschen reflektieren. Also das Gelb kommt da auch nochmal in dem Orange vor. Und wir sehen verschiedene Bildmotive, einmal auf Hartfaserplatte und natürlich auch auf Leinwand. Ganz wichtig ist zu erwähnen, dass er auch versucht, Lichtstimmung experimentell darzustellen. Und eben auch versucht, die Lichtstimmung so einzufangen, dass sie für den Betrachter erkennbar ist und für den Betrachter sozusagen aufnahmefähig ist. Woher kommt seine Inspiration? Er läuft einfach ganz konsequent 350 Kilometer zu Fuß, und zwar den ganzen Jakobsweg, 15 Jahre lang. Meine Hochachtung, ja. Bei der Gelegenheit wollte ich noch mal Danke sagen, dass ihr mir noch kurzfristig diese Möglichkeit gegeben habt, die Bilder auszustellen. Ja. Und das ist schon wichtig und das ist meine erste offizielle Ausstellung. Oh, ja. Die erste war die in einem Schloss, privat, beim Schloss spielt schon 2006. Ja. Ja. Nur den Jakobsweg Bilder betreffend. Aha, gut. Gut. Danke für die Inspiration. Ja, gut. Gut, dann komme ich zum nächsten Künstler, Alex Bär, der ist heute entschuldigt. Bei ihm geht es um Eitempera auf Leinwand. Er hat an der Leipziger Uni studiert, das ist die Hochschule für Buchkunst und Grafik und Gestaltung in Leipzig. Wir sehen hier Eitempera-Schichten übereinander. Eitempera ist die Farbe, die man für die Pyramiden verwendet hat, und da haben die im Prinzip ihre gesamte Komposition, also in Farbe, in Bildmittel und vor allen Dingen auch in Figuren und in Schrift niedergeschrieben und festgehalten. Das heißt also, eine ganze Kulturgeschichte fußt nur alleine auf dieser Eitempera-Farbe. Und ganz wichtig ist zu sagen zu ihm, warum hat er solche Preise, die etwas nach oben gehen? Das ist immer schwer nachvollziehbar. Ganz klar hier an dieser Stelle ist zu benennen, dass er mit verschiedenen Galerien schon auf der Karlsruher Messe war und dort auch ausgestellt hat und eben auch verkauft hat. Und er hat ständige Galerien in Berlin, in Leipzig und auch in der Schweiz. Also es gibt auch sozusagen Schweizer Sammler, die ganz stark auf seine Arbeiten reflektieren. Des Weiteren kann ich vorstellen, Van der Amoste dort hinten zu sehen. Das ist ein Student der UdK, Universität der Künste. Seine historischen Bezüge sind bei Marc Chagall anzusiedeln. Er ist für heute auch entschuldigt, weil er derzeit in den Niederlanden wohnt. Und die Kenner haben es schon erkannt. Einmal haben wir da das Bild und dann noch dort hinten. Und seine Werke sind fast alle in Öl. Und der Kunsthistoriker Adrian Kretschmer schreibt auch derzeit über ihn einen Katalogtext und schreibt dort auch über die Art und Weise. Man sieht verschiedene Symbole, den Speer, der immer wiederkehrt, oder die Kronen, die immer wiederkehren. Und damit kritisiert er ein bisschen die gesellschaftliche Oberklasse. Und wir sehen auch verschiedene Kostüme oder Andeutungen von Kostümen auf seinen Werken. Und des Weiteren kann ich überleiten zum nächsten Raum. Folgen Sie mir bitte. Und wir sind hier bei Herrn Matthäus, auch heute entschuldigt, auch ein Künstler der Leipziger Schule, hier vorne zu sehen.
auch wieder das Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Er malt gleichfalls mit Ölfarbe. Und was man bei ihm noch sagen kann und sagen muss, ist, dass er noch zur alten Leipziger Schule gehört. Das heißt also zu dem Ursprung. Und wir sehen hier Werke, die immer reflektieren auf eine Art und Weise, man könnte sagen, auf mythologischen Ursprung. Ja? Also ganz oft finden sich mythologische Wesen in seinen Werken. Dort hinten auch nochmal ein Bild von ihm, auch in Öl gemalt, virtuos mit wenigen Pinselstrichen, gekonnte Gesichter in den Raum gezaubert. Meine Überleitung zum nächsten Künstler, Joost Heider, dort oben zu sehen. Seine Werke sind in Acryl gemalt, auch wieder auf Leinwand und hier auch nochmal das Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Das Besondere an seinen Werken ist, dass er mit Acrylfarbe so virtuos malt, als wenn es wirklich Ölfarbe sein könnte. Und dann habe ich eine wunderbare Überleitung in der Ölfarbe zu Herrn Bernd Friedrich. Mal einen herzlichen Applaus. Das ist der Künstler und seine Werke sind hier hinten zu sehen. Er beschäftigt sich psychologisch, beruflich und psychologisch mit Farben. Wir sehen es deutlich. Er hat eine Farbkomposition und eine Farbexplosion auf seinen Bildern. Und zwar untersucht er sozusagen Farbe, Form, wie reflektieren Farben aufeinander und er versucht neue Formen zu entwickeln. Wir sehen das hier auch sehr gut bei dem letzten Bild, dass sich dort eine Form entwickelt aus der Farbe heraus. Ja? Und nicht gewollt, sondern aus dem Malprozess heraus. Ja? Und das ist etwas, was wir inspirative Malerei nennen. Und er stellt übrigens auch in Klöstern aus und hat schon diverse Ausstellungen in Galerien und so weiter. Ja? So, dann kann ich vorstellen, Frau Marion Wittke hier drüben zu finden. Da muss ich sagen, Inspirationsquelle, ja. Marion Wittke ist heute leider nicht zugegen. Sie hat es heute nicht geschafft, zur Vernissage zu kommen, ist aber auch entschuldigt. Sie malt eigentlich, wenn man ihr Gesamtwerk betrachtet, in sehr heiteren, fröhlichen Farben. Nun haben wir aber einen Farbklang oder einen Übergang von einem Grau zum Blau und dann kommen wir erst in die Farbe. Sie reflektiert zum Beispiel in dem Bild dort hinten am Fenster, in dem Bild Drive, reflektiert sie auf die Technik von Gerhard Richter. Wir alle kennen diese schönen Filme, in denen uns gezeigt wird, wie Herr Richter arbeitet mit seinem Rakel. Das heißt also, die Ölfarbe wird über die Bilder rübergezogen in mehreren Schichten. Und so entstehen diese Farbklänge und auch die Abrisse der Ölfarbe. In ihrem Fall ist es aber Acrylfarbe. Und darin liegt auch deutlich der Unterschied, dass sie als Künstlerin mit Acryl arbeitet. Und wir alle wissen, Gerhard Richter arbeitet vermehrt mit Ölfarbe. Des Weiteren ist dort drüben auch noch mal von mir etwas zu sehen. Die Universität der Künste ist sozusagen meine Heimat gewesen. Und hier geht es um die Erkundung in den zwei Werken, einmal auf der Seite und einmal dort, geht es um die Zellstruktur, um die Urzelle, um die Entstehung einer Raubtierzelle. Wir sehen dort so ein Auge, was sich bildet, ja. Und wir sehen auch sozusagen die Auseinandersetzung mit dem Leben überhaupt. Das heißt also, wo ist die Urzelle? War also das Ei zuerst da oder erst das Huhn? Ne, und logisch kann das Huhn nicht zuerst da gewesen sein, nicht? Und des Weiteren ist das meine Überleitung in den Nachbarraum. Auch da sind noch Werke von mir zu sehen. Und dann kommen wir in den dritten Raum. Bitte folgen Sie mir. Dann möchte ich vorstellen, Frau Irmelin Wolf. Wo ist sie? Hier vorne? Gut, mal einen herzlichen Applaus. Für eine Dame, die dort drüben ihre Werke verewigt hat. Und zwar geht es bei ihr darum, dass sie eine diplomierte Ingenieurin ist für Keramikherstellung
Und sie hat sozusagen auch eine künstlerische Seite. Wir sehen hier die Ölfarbe als künstlerisches Thema. Und wir haben einmal die Herrscherin und da haben wir das Element des Feuers. Und sie hat dazu eine Vulkangeschichte entwickelt. Das heißt also, da geht es um die Vulkanausbrüche in Sizilien, was natürlich gigantische Folgen hatte. Und sie hat 3D-Effekte eingebaut mit Lava und hat somit auch die Malerei übersprungen und versucht, noch etwas Raumgreifendes zu inspirieren. Das heißt also, sie versucht, aus dem Bild noch weiter nach vorne zu kommen, also nicht nur die Malerei zu zeigen, sondern eben auch dreidimensionale Effekte. Und wir sehen hier ganz klar ein virtuoses Können im malerischen Moment. Wir sehen hier eine Landschaft, die im Prinzip das Element Wasser hat, und wir sehen auch, dass sie stark mit Neptun als Konzept verbunden ist. Wichtig zu sagen ist bei ihren Arbeiten, dass sie eine Raumwirkung haben und eine Tiefenwirkung. Das heißt also, dass es alles Werke sind, die man am besten fast einzeln hängen könnte, ne? Weil sie eben sehr raumgreifend sind. Und wir sehen hier auch die hellen Elemente, die dann auch die tiefenräumliche Wirkung herstellen. Des Weiteren kann man noch deutlich sagen, dass sie ein riesiges Gesamtwerk hat, weil sie ja schon ganz lange malt, nicht wahr? Und schon ganz viele Bilder hergestellt hat. So, dann stelle ich vor Sabine Schön. Schöne, hier. Genau, mal einen herzlichen Applaus. Ihre Arbeiten sind dort hinten zu finden. Sie beschäftigt sich in der Serie mit Gier, oder es geht um Gier, beschäftigt sie sich mit echtem Staub, abgeleitet von der Kleidung, das sehen wir auf diesem Werk. Ja, und das verarbeitet zu einem sogenannten Kunstwerk. Warum? Warum tut sie das? Sie tut das, um uns fragend in die Seele zu blicken, und wir müssen uns thematisch mit ihren Werken auseinandersetzen. Wir müssen also ganz klar uns damit auseinandersetzen, wo führt uns der Staub hin? Und da kommen wir als Überleitung zum nächsten Bild. Wir sehen da ein Bild, da ist es 2085 und die Natur hat alles zurückgeholt und hat alles überwuchert. Jetzt kann sich jeder fragen, wo sind wir? Wahrscheinlich mit Stöckchen unterwegs und sammeln Holz fürs Feuer. Aber das weiß keiner. Des Weiteren gibt es natürlich auch ein kritisches Werk. Da setzt sie sich mit Kirche und Kindern auseinander. Und wir alle wissen, in den Medien sind diverse Dinge geschildert worden und natürlich auch kommentiert worden. Und wir sehen hier ein kritisches Werk, was sich eben mit der Kirche und den Hintergründen auseinandersetzt, mit der Verlockung, dass man kinderfreundlich tut, aber dann auch ein anderes Ergebnis kommen könnte. Des Weiteren setzt sie sich auch mit Nuckeln auseinander, die plötzlich einfach verschlossen sind und die Gier eben nicht vollzogen werden kann, sondern wir haben hier Farbe, wir haben hier Raum, wir haben auch eine Konzeptart. Und meistens machen eigentlich Männer solche Konzeptarte oder Konzeptentwicklung und weniger Frauen. Deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass wir sozusagen mal eine Künstlerin dabei haben, die mutig auch mal an der Malerei vorbei zur Objektgestaltung geht. Ja? Des Weiteren möchte ich vorstellen, Frau Eva Kaiser dort hinten zu sehen und auch dort nochmal zu sehen, das graue Werk an der Seite. Eva Kaiser ist eine ganz wichtige Künstlerin aus dem österreichischen Gebiet. Wir haben Eva Kaiser sozusagen in Salzburg ansässig. Dort gibt es eine Galerie, die sie vertritt, und sie hat auch ganz viele Messeauftritte bei diversen Messen und hat auch regelmäßig Ausstellungen hier in dieser Galerie. Das Besondere an ihr ist, dass sie figürlich malt, aber abstrakte Elemente drin hat. Und wir sehen hier Acryl in ihrer schnellen Form. Das heißt also, sie malt nicht lange an einem Werk, sondern doch ziemlich zügig.
Und diverse Kunsthistoriker haben auch über sie ganz viele Artikel geschrieben und auch ganz viele Katalogtexte verfasst. Des Weiteren möchte ich vorstellen Georges Roth. Hier vorne ist er zu finden. Mal einen herzlichen Applaus. Er hat uns die Salome erschaffen und wir sehen Fliesen, Kacheln, aber auch Augen, die plötzlich mitgehen, Augen, die verführerisch sind, Augen, die sozusagen uns fragen lassen, ja, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Und wir müssen uns auch da wieder mit dem Werk auseinandersetzen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass er auch zum Beispiel Arthur Rubinstein, den berühmten Pianisten, ja, verehrt, könnte man fast sagen, und ihm ein Denkmal setzt, viele Frauen im Haar und natürlich den Korken von der letzten geköpften Flasche. Und ganz wichtig eben ist sein Anspruch, Werke zu schaffen, die es so nicht nochmal gibt. Also er versucht, Einzelstücke zu erschaffen. Das sehen wir auch bei der Figur der Salome. Die Salome, wir alle wissen es, ist natürlich nach der Oper Richard Strauss ein Stück, wo wir auch im Zuschauersessel sitzen und mitfiebern. Es ist ein ähnliches opulentes Stück wie die Zauberflöte. Also gehen Sie da auch mal rein, schauen Sie sich auch ein bisschen mehr von den Opern des Richard Strauss an. Und ganz wichtig noch das Bild Zirkus zu erwähnen. Hier sehen wir das Phänomen weiße Elefanten. Da stellt der Künstler die Frage, sind die weißen Elefanten gequält? Was ist das für ein politisches Theater? Ist es eins? Ist es keins? Ist alles in Ordnung? Leben wir in einer schönen Welt und machen uns unnütze Gedanken? Und diese Fragen stellt er alle in seinen Werken. Und so kommen wir natürlich auch zu dem Werk, was schiefhängen soll. Bewusst, ja, das ist kein Fehler, sondern das ist eine bewusste Handlung des Künstlers. Mit Absprache der Galeriste. Und hier geht es um den Angetrunkenen und Verse in Draht. Und hier geht es auch darum, dass es um einen jüdischen Dichter geht, Herrn Lichtenstein, der sozusagen früh in seinem Leben ums Leben gekommen ist. Des Weiteren kann ich noch sagen, dass wir natürlich noch einen jungen Herrn haben. Wir alle haben schon gesehen, aha, große Gesichter, ja, und große Helden warten auf uns. Das ist Waldemar Erz hier vorne zu sehen und mal einen herzlichen Applaus. Wir sehen hier ein opulentes Werk eines Grafikers, der hier experimentiert. Mixed Media ist das Schlachtwort oder Schlagwort in dem Fall. Er experimentiert mit Goldfarbe oder Goldfolie, bringt das auf die Leinwand und er bearbeitet mit Acrylfarbe die Leinwand und zwar abstrakt. Und daraus wird dann ein Gesicht erschaffen. Ja? Und das natürlich auch bei Hemingway. Wir alle können uns erinnern, da war doch mal ein Schriftsteller, der hat doch mal Mojito getrunken. Ja, und das war kein schlechter Schriftsteller, denn seine Werke sind auch heute noch tagesaktuell. Ja, also lesen Sie auch mal wieder Hemingway, ja, und schauen Sie auch mal wieder in die Literatur. Es lohnt sich, ja. Und natürlich, wir haben die Filmikonen, wie soll es anders sein, an denen wir nicht vorbeikommen. Aber wir haben natürlich auch eine fantastische Rolle mit diesem Kapitän, der uns doch zum Nachdenken bringt, weil er immer auf komische Art und Weise die Situation löst. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie immer die richtige Lösung finden. Und das ist sozusagen die Überleitung zu einem Künstler, und zwar Herrn Richter, Peter Richter. Wir sehen das hier hinten. Das ist dann sozusagen seine Arbeit. Der ist heute leider nicht zugegen. Bei ihm sehen wir Aktzeichnungen. Er ist eigentlich ein Surrealist
und arbeitet mit Ölfarbe. Hier sehen wir Acrylfarbe und er hat auch mit Gold und mit Gelbtönen experimentiert. Des Weiteren ist unsere Bar eröffnet und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke.